Für die Aktienmärkte werden heute zwei Dinge maßgeblich. Einmal die Anhörung von Jerome Powell und auf der anderen Seite der Coronavirus oder das Coronavirus. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das Geschehen heute. Man könnte vielleicht sagen, auch Jerome Powell hat einen Virus in die Welt gesetzt. Einst ja noch auf dem Weg der Zinsanhebungen, dann diese abgeblasenen Zinssenkungen, Kauf von kurzlaufenden US-Staatsanleihen, massive Interventionen am Repo-Markt und damit hat sich der Virus an der Wall Street verbreitet, der da lautet, du musst da mitgehen, Liquidität ist Trumpf, alles andere ist egal, Zahlen sind egal, Fundamentales ist egal. All das ist ein risikoloser Selbstbedienungsladen, dementsprechend agieren die Märkte und die Frage ist, wie kann die Fed aus dieser Nummer wieder rauskommen? Wie kann sie sich aus dem Repo-Markt wieder zurückziehen, den sie faktisch inzwischen darstellt? Wie kann sie sich aus diesen Liquiditätszufuhren zurückziehen, ohne dass die Aktienmärkte, die so wie Drogensüchtige nach dem nächsten Schuss verlangen, dann ein echtes Problem bekommen? Das ist die Frage, die sich stellen wird und die vielleicht heute auch vor dem Wirtschaftsausschuss, vor dem gemeinsamen Wirtschaftsausschuss von US-Senat und US-Abgeordnetenhaus gestellt werden wird. 16 Uhr beginnt die Anhörung von Jerome Powell. 14:30 Uhr dürfte dann schon das Redemanuskript, die Aussagen von Jerome Powell, die er dann gleich am Anfang vorträgt, bekannt werden. Das ist das eine, was die Märkte heute beschäftigt. Das andere ist natürlich Coronavirus. Schauen wir uns mal hier die neuesten Entwicklungen an. Da sehen wir, dass wir jetzt etwas weniger Neuinfektionen haben im Vergleich zu den Vortagen. Insgesamt sind wir jetzt bei 42.638 nach offiziellen Zahlen. Allerdings steigt die Todesrate, nämlich jetzt über 100 sind da verstorben, 108 auf jetzt 1016. Auch die Zahl von schweren Fällen ist deutlich gestiegen, nämlich von 6.484 auf 7.333. Das ist auch der größte Sprung. Wir sehen also hier, dass die Zahlen zwar weiter nach oben gehen, aber eben vor allem die Todesrate nach oben geht. Das ist das Erstaunliche. Wir haben, wenn wir uns diese Zahlen mal anschauen, eben hier die Todesrate, die jetzt in Richtung 2,4% gestiegen ist, während die Neuinfektionen leicht zurückgehen. Aber wie gesagt, das ist die Frage, was ist von den Zahlen überhaupt zu halten aus China. Wir sehen dann, dass hier erste Berichte jetzt rauskommen, dass eine Frau zum Beispiel sich infiziert hat, die vor 42 Tagen in Wuhan gewesen war. Also dass möglicherweise die Inkubationszeit deutlich länger ist als bisher gedacht. Vorher hatte man ja gesagt, ja so 10 bis 12 Tage, jetzt möglicherweise muss man das Ganze weiter rausschieben. China nach wie vor weitgehend im Stillstand. Einige Firmen haben die Produktion wieder aufgenommen, andere machen Homeoffice, aber insgesamt ist doch das Stillleben noch der Fall in China, auch wenn die Partei, die kommunistische Partei, sich bemüht, hier gute Laune zu machen und zu sagen, ja, es geht so stückweise wieder voran, langfristig hat das kaum einen Einfluss, kurzfristig ein bisschen, aber langfristig ist doch alles gut. Xi Jinping, der sich gestern das erste Mal in der Öffentlichkeit hat zeigen lassen, seit Ausbruch dieser Coronavirus-Krise, der versucht jetzt sozusagen wieder auf Optimismus zu machen. Das ist so das dominante Schema, das wir sehen. Allerdings dürften die Dinge doch deutlich schwieriger werden, als von der Propaganda in China postuliert. Dafür spricht zunächst mal hier Aufnahmen, Luftaufnahmen. Hier sehen wir sogenannte Sulfatdioxide, die entstehen durch Verbrennung von organischen Dingen, also zum Beispiel Menschen hier in Krematorien. Hier sehen wir Wuhan, absolut hohe Werte. Wir sehen aber auch hier in Chongqing, dass die Werte sehr, sehr hoch sind. Mithin ist das, was ich gestern gesagt habe, wahrscheinlich, dass man hier unglaublich viele Menschen, die verstorben sind, in diesen Krematorien sozusagen dann dem letzten Ende zuführte, damit natürlich auch versucht, das Virus zu töten, das diese Leute in sich tragen, diese Verstorbenen. Also hier sehen wir, dass schon zum Beispiel durch Luftaufnahmen der Luftkonzentration man bestimmte Dinge sagen kann. Apropos Luft, hier sehen wir zum Beispiel die Umweltverschmutzung, respektive die Luftverschmutzung verschiedener chinesischer Großstädte, oben Shanghai. Wir sehen, die geht absolut zurück, das deutet auf eine sehr stark nachlassende Wirtschaftstätigkeit. Guangzhou hier auch deutlich rückläufig, auch Chengdu rückläufig. Nur Peking, da ist das ein bisschen anders. Allerdings wird es in Peking, weil die Stadt etwas nördlicher ist,
auch vor allem nachts ziemliche Frische, dadurch möglicherweise mehr Heizaktivitäten. Aber es kann eben auch sein, dass in Peking wirklich schon mehr Aktivitäten sind als eben in diesen anderen Städten. Schauen wir uns dann aber mal kommend die Lage an den Märkten an, der durch diesen Virus hier verursacht worden ist, durch Jerome Powell, der sich heute, wie gesagt, äußern wird. Wir sehen neue Allzeithochs an den Märkten, gestern beim Nasdaq 100, und das im Gleichklang mit den lockersten Finanzierungsbedingungen ever in der Geschichte. Das heißt, wir hatten hier in ohnehin schon leicht sitzendes Geld, Kredite sehr einfach zu bekommen, hat die Fed jetzt nochmal die Zinsen gesenkt, und einer ist damit aber immer noch nicht zufrieden. Das ist nämlich der junge Mann hier, der hat heute Nacht in New Hampshire, wo ja heute auch wieder diese Rennen stattfinden werden, sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern. Bei den Republikanern ist es eher kein Rennen, bei den Demokraten schon. Da hat Donald Trump gesagt, ja, hier, Jerome Powell hat mich hängen lassen, die Fed hat zu schnell die Zinsen angehoben und sie dann zu langsam wieder gesenkt. Scharfe Kritik also wieder an dem jungen Mann aus der Fed. Wir sehen insgesamt, dass die Dinge hier etwas einseitig wieder laufen. Microsoft ist bisher alleine für 28% der Rallye oder 28% des S&P-Anstiegs verantwortlich. Insgesamt vier Werte für 67% des Anstieges innerhalb eines Jahres des S&P 500 verantwortlich. Apple 15%, Amazon 13% und Google 11%. Apropos Amazon, die haben, wie Berichte, Insiderberichte sagen, massiv nochmal aufgestockt ihre Lager außer China, weil sie eben damit rechnen, dass durch das Coronavirus die Dinge sehr, sehr schwierig werden, die Lieferungen zu bekommen. Wir sehen, dass hier die Zinskurve sich weiter verflacht, dass wir eine invertierte Zinskurve haben zwischen der dreimonatigen und der zehnjährigen US-Staatsanleihe, normal ja immer auch ein Stresszeichen. Alle anderen Märkte, bis auf die Aktienmärkte, geben Warnsignale, Alarmsignale, sagen, da stimmt was nicht. Nur die Aktienmärkte, die laufen nach oben. Wir sehen den Ölpreis schwach, wir sehen Rohstoffe schwach, Baltic Dry Index und so weiter und so fort. Alles ist im freien Fall, weil man eben sich sagt, okay, das wird langfristige Auswirkungen haben. Berichte sagen, okay, es könnte vielleicht in den nächsten Wochen zum Kulminationspunkt kommen, dieses Virus. Allerdings ist die Frage, wenn diese Inkubationszeit, wie hier vorhin gezeigt, 46 Tage betragen kann, wann ist dann der Hochpunkt erreicht? Jetzt kommen die Leute wieder zurück in die Städte. Da ist damit eher zu rechnen, dass wir die Zahl von Neuinfizierten deutlich steigen sehen. Ich habe gestern schon gesagt, dass die offizielle Zahl der Neuinfizierten dadurch schon manipuliert ist, dass nur Leute, die positiv getestet und Symptome zeigen, wirklich gezählt werden, alle anderen nicht. Das sagt schon mal alles. 16 Uhr also heute die Anhörung, 14:30 wahrscheinlich der Redetext von Jerome Powell. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, der ein neues Allzeithoch gemacht hat. Was war das? Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen hier, dass der Index gestern raufgelaufen ist, eigentlich ohne große Unterbrechung. Da stört auch nichts, was mit fundamentalen oder realen Dingen zu tun haben könnte. Liquidität, monetärer Faktor, das ist das Thema, das die Leute interessiert. Da kann Powell diese Rallye noch weiter stimulieren oder eben auch einen Dämpfer ihr versetzen. Denn die Frage ist, wo soll es denn noch hingehen, wenn jetzt die Exzesse so weitergehen? Wie kriege ich dann kontrolliert Luft aus dieser Blase rausgelassen? Das ist die große Frage. Schauen wir uns den S&P 500 an, der bei 3.364 handelt. Auch das nach meiner Auffassung ein neues Allzeithoch. Wir haben jetzt in dieser Woche saisonal eine sehr günstige Woche. Durchschnittlich gewinnt der S&P 1,3% in dieser Woche. Nur gut, der Nasdaq hat das gestern schon absolviert. Der S&P hätte dann noch ein bisschen. Wir sehen den DAX jetzt an der 13.600er Marke. Könnte also auch ein neues Allzeithoch erreichen. Der deutsche Leitindex, was haben wir noch? Euro-Dollar bei 1,0909, weiter Dollarstärke, eigentlich auch jetzt kein Zeichen von unbedingtem Vertrauen der anderen Märkte, der Devisenmärkte. Ein starker Dollar ist immer Stress, auch für die Emerging Markets. Wir sehen Gold 1568 und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das sich jetzt ein bisschen erholen kann, wieder über die 50er Marke geschlüpft ist. Also das ist die Lage, Paul und der Virus. Das ist vielleicht ein Sprachbild, das die Dinge hier ganz gut auf den Punkt bringt. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.